Dann darf ich euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind ja ein überschaubarer Kreis heute, ja, aber das macht nichts. Dann können wir vielleicht noch ein paar Fragen machen oder uns austauschen über das, was wir uns heute anschauen wollen. Ist die Gemeinde das neue Israel? Sehr umstrittenes Thema. Und es geht, hier ist er genau, es geht unter anderem um diese Bibelstelle. Da möchte ich kurz anfangen mit und dann beten wir zusammen. Paulus schreibt im Galater 6, Vers 16, und wie viele nach dieser Regel einhergehen, die Regel schauen wir uns gleich an, über die sei Friede und Barmherzigkeit und über das Israel Gottes. Schauen wir uns gleich an, was Paulus damit meint, mit diesem Israel Gottes, was die Rolle Israels ist im Unterschied zur Gemeinde Jesu. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir uns heute Abend treffen dürfen unter deinem Wort. Danke, dass du uns dein Wort überhaupt gegeben hast, dass wir daraus wissen dürfen, was wir glauben dürfen, dass wir zum Heil gefunden haben in dir, nicht aus unserer Gerechtigkeit oder Vorzüglichkeit, sondern aus deiner Gerechtigkeit, aus deiner Liebe, dass du selbst dein Leben gegeben hast, dein Blut vergossen hast auf Golgatha und damit das ewige Opfer vollendet hast, an das wir glauben dürfen, was uns reinigt, was uns heiligt, was uns rettet. Wir bitten dich, dass du heute Abend auch unter uns bist, dass du uns begleitest bei dem Thema, unsere Sinne öffnest, uns den Verstand öffnest, die Herzen öffnest für dein gutes Wort. Du hast gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, willst du mitten unter ihnen sein. Dazu laden wir dich herzlich ein, danken dir für die Gemeinschaft, die du uns gibst heute Abend, untereinander und mit dir. Amen. Ja, das ist ein Vers, Galater 6, Vers 16. Den schauen wir uns an, wenn wir mal so durch die Folien durchgegangen sind, kommen wir da nochmal hin, weil der in einem gewissen Zusammenhang steht. Aber zumindest hat Paulus hier den Ausdruck verwendet, das Israel Gottes. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, ist Israel Gottes Volk? Wer ist die Kirche? Wer ist die Gemeinde? Sind wir nicht auch Gottes Volk? Wo liegt der Unterschied und welche Heilszeit haben wir überhaupt? Wenn ihr Fragen habt, kurzes Handzeichen, dann stoppe ich und dann können wir uns da auch gerne austauschen drüber. Heute sind wir nicht so sehr viele, dann kann man das auch gut machen. Ja? Das ist ein zweiter Bibelvers, den wir uns anschauen möchten. Paulus ringt in diesem Kapitel um sein Volk. Der ringt darum, ja. Der sagt, hat Gott sein Volk verstoßen? Nein, sagt er, sonst, ich bin da auch aus Israel und bin zum Glauben an Jesus gekommen, ja. Dieses Kapitel, wenn ihr das lest, ihr merkt, wie dieser Apostel dieses Volk Israel lieb hat und doch auch schreiben muss, ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, oder nicht vorenthalten, liebe Brüder und Schwestern, ja. Dieses Geheimnis, das ist ein Geheimnis, das kann man nicht im Vorbeigehen verstehen. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen auch und beten drum, dass Gott da Licht gibt, ja. Auf dass ihr nicht stolz seid, so als ob wir allein Jesus erkannt hätten und Israel nicht. Doppelpunkt. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. So lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und also oder dann das ganze Israel selig werde. Ja. Er sagt also, das ist ein großes Geheimnis, dass auch Israel noch selig wird. Oder man dürfte auch sagen, dass Israel gerettet wird. Ja? Schauen wir uns mal an, dieses griechische Wort lässt beides zu. Aber wenn die Fülle der Heiden aus den Nationen, ja, wenn die zum Heil eingegangen ist, zu Jesus Christus, dann wendet sich Gott auch wieder seinem Volk Israel zu. Und das Thema heute Abend, was wir behandeln, ob die Gemeinde oder ob die Kirche das neue Israel ist, ist eigentlich ein Anachronismus, also eigentlich zur falschen Zeit, weil wir das zu einer Zeit behandeln, wo Israel ja nach 2000 Jahren wieder im Land ist. Für die Urgemeinde, ja, in Korinth oder in Galatien, da wäre das vielleicht ein Thema gewesen und auch für die frühe Kirche war das ein Thema. Ist Israel jetzt komplett beiseite gesetzt und wir haben alle Segnungen bekommen? Oder wird Israel noch einmal angenommen werden? Die Stelle überspringe ich mal einfach.
Das möchte ich euch gerne noch zeigen, weil das ein großes Thema ist heute. Das Judentum erlebt eine große Renaissance. Die sind sehr offensiv auch mit der Verbreitung des jüdischen Denkens. Und gibt es verschiedene Gruppen im Judentum, die da sehr daran interessiert sind, auch die Nationen zu unterweisen. Und die ärgern sich über diese Ersatztheologie. Und diese Ersatztheologie, die sagt Folgendes. Als Substitutionstheologie oder auch Ersatztheologie bezeichnet man im engsten Sinn die christliche Lehre, wonach das einst von Gott erwählte Volk Israel nicht mehr das Volk seines Bundes, sondern für alle Zeit von Gott verworfen und verflucht sei. Ferner seien Gottes Verheißungen an Israel auf die Kirche als neues Volk Gottes übergegangen. Das ist der Kernpunkt eigentlich. Das aus Wikipedia, das ist sehr extrem formuliert. Ja, es gibt da alle möglichen Spielweisen. Das ist eigentlich lutherische Dogmatik, reformierte Dogmatik. Insbesondere Calvin hat sich da auch beschäftigt mit. Und man sagt damit, Substitution heißt Ersatz. Ja? Die Ersatztheologie bezeichnet im engsten Sinne, das hat man also schon hier geschrieben, es gibt da auch etwas weichgespültere Formen von, im engsten Sinne die christliche Lehre, wonach das einst von Gott erwählte Volk Israel nicht mehr das Volk seines Bundes, sondern für alle Zeit von Gott verworfen und verflucht sei. Ferner seien Gottes Verheißungen an Israel auf die Kirche als neues Volk Gottes übergegangen. Frage, welche Verheißungen hatte denn Israel? Naja, dass Israel ins gelobte Land kommt. Ja? Das war eine Verheißung an Israel. Dass Israel den Sohn Davids als König bekommt, das war eine Verheißung an Israel. Die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu, die neutestamentliche Gemeinde Jesu hat aber keine Landverheißung in Israel, sonst müssten wir ja jedes Wochenende nach Jerusalem gehen. Ja? Oder dann wäre ja Israel eigentlich Eigentum der Kirche oder der Gemeinde Jesu, das passt irgendwie nicht richtig zusammen. Ja? Also scheinbar sind die Verheißungen an Israel irdische Verheißungen. Und die Verheißungen an die Gemeinde Jesu sind himmlische Verheißungen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Israels Bürgerrecht ist in Israel. Ja? Es gibt ein irdisches Jerusalem für Israel und ein himmlisches Jerusalem für die Gemeinde Jesu. Wenn ein Jude zum Glauben an Jesus kommt, dann gehört er auch in den Himmel. Mehr noch als wir, weil wir Heiden, Goyim, Völker, wir sind Gnadenwahl, während die Verheißung der Wiedergeburt und die Verheißung, Jesus Christus als König und als Priester zu erkennen, eigentlich Jerusalem gegeben war, Israel. Ja? Paulus schreibt immer zuerst den Juden und dann auch den Griechen. Diese Reihenfolge macht Paulus, zuerst den Juden und dann auch den Griechen. So ist die biblische Reihenfolge. Wir schauen uns mal einfach das ein bisschen an, nur dass ihr das wisst. Das sind so Themen, die insbesondere das moderne Judentum des 20. Jahrhunderts sehr beschäftigt. Die sind sehr frontal gegen diese Dinge und alle christlichen Medien, wo ihr ein bisschen hört, die israelfreundlich sind, beschäftigen sich mit diesem Thema, weil das moderne Judentum diese Ersatztheologie natürlich nicht gerne hört, keine Frage. Ich glaube auch nicht, dass die richtig ist, ja. Sie sind da sehr eifersüchtig drauf und werfen oft den Christen vor, diese Ersatztheologie zu vertreten, was aber auch nicht der Fall ist. Ja? Da gibt es ja, für euch wird das auch wahrscheinlich neu sein, ja? Aber das ist so calvinistische Lehre. Jetzt habe ich euch eine kleine Grafik mitgebracht, dass man es gedanklich ein bisschen nachvollziehen kann. Also stellt euch vor, das ist Israel, 4000 Jahre ist so ein Zeitstrahl, dann kommt die Gemeinde. Und am Ende der Zeit kommt wieder Israel fürs tausendjährige Reich. Ja, so kennen wir es. Die Gemeinde hat eine himmlische Berufung, deswegen habe ich die blau gemacht. Israel hat eine irdische Berufung, deswegen habe ich Israel grün gemacht. Egal ob Jude oder Heide, wenn er an Jesus Christus glaubt, hat er auch eine himmlische Berufung. Ja, also das Heil in Christus ist ja von den Juden nicht ausgeschlossen.
sondern im Gegenteil, ihnen zuerst gegeben. Aber eigentlich war es so, dass die ganze Welt das geglaubt hat und von Israel nur ein Überrest das geglaubt hat. Das haben nicht alle geglaubt. Ja? Okay, dann hätten wir 4000 Jahre Israel, 2000 Jahre Gemeinde und wieder 1000 Jahre Israel. Macht zusammen 7000 Jahre. 7000 Jahre, 7 Tage in der Woche, im 7. Monat ist der Passamonat. Dieses 7 kommt in der Bibel immer vor und das ist eigentlich auch ein schönes Bild. Nicht alle glauben das, auch nicht alle Christen glauben das. Die kirchliche Lehre sieht anders aus. Achso, das ist hier praktisch dieses Millennium, das tausendjährige Friedensreich. Ja? Dann wird Israel nicht mehr Schwanz sein, sondern Haupt der Völker. Das ist das, was wir glauben. Das hat einen bestimmten Namen, auch komme ich gleich nochmal drauf. Aber so ist die Vorstellung eigentlich in evangelikalen Kreisen. Die Kirche sagt, kalvinistische Kirche, ich glaube lutherische auch, es gibt kein Israel mehr am Ende der Zeit. Ja, das glauben nicht alle Pfarrer, nicht alle Pastoren, aber die Lehrmeinung ist der Gestalt. Ja, sondern die Kirche sagt, Israel gibt es nicht mehr und die Zeitalter der Gemeinde oder das Zeitalter der Kirche, das dauert 1000 Jahre und dann kommt Jesus wieder. Ja, das war bis ins Jahr 1000 nach Christus, auch offizielle Lehrmeinung. Israel kommt nicht mehr. Ersatztheologie. Ja, Israel ist verworfen für alle Zeit. Die Kirche hat die Segnungen Israels übernommen und vererbt bekommen. Der Papst ist Stellvertreter Christi auf Erden. Christus herrscht auf der Erde durch den Papst. Und das ist Gottes Friedensreich. Das ging so weit, dass heute im Italienischen, wenn heute ein Italiener sagt, das ist ein Mensch, oder wenn der Italiener von einem Mensch spricht, dann sagt er entweder, ich glaube, Uomo oder Christiani. Ja? Also für den Begriff Mensch, ganz normal im profanen Italienisch, gibt es den Begriff Christiani. Und da hört man schon raus, für den Italiener, den europäischen Italiener, ist nur der Mensch, der Christ ist. Ja? Ein Mensch, der kein Christ ist, ist gar kein Mensch. Es hat sich so weit für uns ist das heute ganz schwer nur nachvollziehbar, weil wir uns erleben als Christen in einer Minderheit, ja, in einer säkularisierten Gesellschaft, mehr oder weniger als Randgruppe. So empfinden wir uns. Aber die großen Zeiten der Kirche, ihr wisst es ja auch, in jedem Dorf, in jeder Stadt in Deutschland stehen Kirchen. Bis ins kleinste Dorf stehen Kirchen, die gebaut wurden von Christen, ja. Das Christentum hat ganz Europa durchtränkt. Und in der Hochzeit im Papsttum war das so, da gab es halt nur Christen, es gab keine Muselmanen. Ja, das gab es nicht. Juden gab es vereinzelt in irgendwelchen Teilbereichen der Städte, aber geherrscht hat das Christentum. Und aus dieser Perspektive, da muss man sich aber auch reinversetzen, ja, es war eine ganz andere Zeit. Da waren die Kirchen wahrscheinlich sonntagmorgens voll besetzt und vielleicht manchmal sogar zu klein. Ja? Weil die Menschen, wurde auch noch anders gepredigt, ja? weil die Menschen Christen waren. Das war die Hochzeit des Christentums. Und im Jahr 1000 nach Christus, da gab es in Europa große Unruhen, weil man wegen dieser Ankündigung, dass Christus 1000 Jahre herrscht, haben die Christen alle geglaubt, jetzt kommt Jesus wieder. Dann haben die ihre Häuser verkauft, dann sind die durch Europa und durch Deutschland und durch Österreich überall gezogen in weißen Gewändern und haben gesagt, Jesus kommt wieder, ein Riesenchaos. Und dann kam Jesus nicht wieder. Große Enttäuschung. Jetzt was? Haben wir uns verrechnet. Also haben sie angefangen zu rechnen. Haben sie ein paar Jahre dazu getan. Dann gab's, aber um das Jahr 1000 rum war in Europa große Unruhen, weil die Christen gedacht haben, jetzt kommt Jesus Christus wieder und dann kommt die Entrückung. Und dann ist vorbei. Es gibt kein Israel mehr. Ja? So war die Zeit damals. Oftmals passt sich die Theologie der Zeit an, wo sie sich eigentlich der Bibel anpassen sollte. Oftmals sind die Dinge, die Menschen vor Augen sehen, ihnen viel wichtiger als das, was die Schrift sagt. Paulus schreibt ja schon vor 2000 Jahren, dass Israel gerettet wird am Ende der Zeit. Ja? Das hat er vor 2000 Jahren schon geschrieben. Hätte man auch damals eigentlich schon lesen können. Ja? Also so ist eigentlich die Sicht der Amtskirchen. Und das ist das, wie wir das glauben. Ja?
evangelikal. Gibt es noch gar nicht so sehr lange, nennt sich Dispensationalismus. Das ist ein Einschub. Ja? Die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Jesu, ist ein Einschub in diese Israelsgeschichte. Die Israelsgeschichte ist unterbrochen worden. Israel ist unter die Völker verstreut worden. Die Gemeinde Jesu besteht aus allen Völkern. Das ist ein Nichtvolk. Gott macht sein Volk eifersüchtig auf ein Nichtvolk, ja? Weil die Gemeinde Jesu keine Nationalität hat. Sind alle Menschen gleich. Ja, in diese Israelsgeschichte, die ist hier praktisch abgetrennt, ist die Gemeindegeschichte, die Kirchengeschichte eingefügt. Und wenn die Vollzahl der Heiden, die Vollzahl der Menschen aus den Nationen komplett ist, dann kommt Israel wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit Gottes. Dann sammelt Gott sein Volk wieder. Und das erleben wir seit 70 Jahren. Das ist da. Und vielleicht als Randbemerkung, wenn wir Daniel lesen, alle die politischen Strukturen, die in Daniel gezeigt werden, sind seit 70 Jahren überhaupt erst wieder vorhanden. Syrien, Ägypten, Israel, Iran, Irak, alle ungefähr 70, 72 Jahre alt, sind alle in der gleichen Zeit. Ich mache so kleine Clips da in YouTube und habe so ein kleines Video darüber gemacht, wie die Entwicklung gewesen ist im Nahen Osten von 1880 bis heute. Dann sieht man, dass die Staaten alle so um 1948, 49, 50 sind die alle entstanden. Ganz interessant, hochspannend. Trotzdem weiß niemand, wann Jesus kommt, man kann das nicht berechnen. Ja? Aber Jesus sagt auch, beurteilt die Zeichen der Zeit. Ja? Aber so ist eigentlich die Sichtweise, die wir in der evangelikalen Welt auch haben, die ihr sicher auch habt, ja, die wir so kennen, die ist ungefähr, ich müsste jetzt schätzen, 100, 120 Jahre alt, 150. Scofield war einer der Ersten, der sich damit beschäftigt hat und das so dargestellt hat, dass die Gemeinde ein Einschub ist. Viel Widerstand erlebt, ja. Okay. Wie sehen die Verheißungen aus, die an Israel gegeben wurden, und wie sehen die Verheißungen aus, die uns gelten? Ja, wenn wir die Verheißungen Israels geerbt hätten, es gab das auch, dass die 140er Psalmen, 145, 147, wenn ich richtig in Erinnerung habe, dass die auch gelesen wurden, dass nämlich der Papst die Völker regiert mit eisernem Stab. Das hat die katholische Kirche auf sich angewendet. Das war ihr Machtanspruch. Der Papst hat Könige und Kaiser eingesetzt. Man darf das nicht vergessen. Canossa, ja, Heinrich, der weiß nicht wie viel, ja, die sind ja nach Canossa gegangen und mussten beim Papst Abbitte tun. Der Papst hat gekrönt, eingesetzt und abgesetzt. Also unglaubliche Machtfülle, ja, der Kirche. Und die hat dann ihre Legitimität, wahrscheinlich auch als Machtkirche, aus diesen Versen herausgenommen, hat gesagt, wir sind Stellvertreter Christi auf Erden. Christus herrscht, jetzt ist das Millennium, 1000 Jahre Herrschaft der christlichen Kirche und der Papst ist der Stellvertreter auf Erden. Da mussten sich alle einfügen. Ja. Gab es auch immer Splittergruppen, Waldenser zum Beispiel, ja, die haben in der Zeit auch schon gelebt, zum Teil schwere Verfolgungen auch erlitten. Aber die Kirche zu der Zeit hat ihre Legitimität aus diesen Versen abgeleitet, das ist zur Theologie geworden und das ist das, was man heute als Ersatztheologie bezeichnet. Jetzt schauen wir mal. Also Israel hat eine Landverheißung und die Gemeinde hat welche Verheißung? Wüsstet ihr es? Eine himmlische Verheißung, ja? Ja? Israel gehört das irdische Jerusalem, das Jerusalem, das war ihnen versprochen als Königsstadt. Ja? Und die Gemeinde hat das himmlische Jerusalem. Jerusalem, Mehrzahl, zwei Jerusalems, das irdische und das himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem wird eines Tages vom Himmel herabkommen auf die Erde. Ja? In Israel, zum Judentum, zum Volk Gottes zugehörig zu sein im Alten Testament, musste man zum Volk Israel gehören. Man musste Israelit sein, man musste aus einer der 12 Stämme sein. Ja? Es gab auch Proselyten, die haben sich dann auch dem Judentum zugesellt, aber die waren keine vollwertigen Juden. Ja? Zur Gemeinde, wenn man dazu gehören will, da muss man von neuem geboren sein. Übrigens müsste auch ein Jude, wenn er zu Jesus gehören will, von neuem geboren sein. Viele sagen mir, ja, Gott hat aber mit Israel einen eigenen Weg.
In Bezug auf Jesus nicht, in Bezug auf die Vergebung der Sünden, auf die Wiedergeburt, auf die Auferstehung und auf dieses himmlische Erbe gibt es nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Da kommen Sie nicht dran vorbei. Sie werden wieder eine irdische Verheißung bekommen, aber um zu Jesus zu gehören, um den Himmel zu erben, um das neue Priestertum in Christus, das Priestertum Melchisedeks zu erhalten, muss man wiedergeboren sein, muss man an Jesus glauben, anders geht es nicht. Das ist ganz einfach, es gibt nur einen Weg, es gibt keinen anderen Weg. Es sei denn, man beschränkt seine Heilswünsche auf das tausendjährige Reich, dann könnte man sagen, gut, dann werde ich auch Jude, dann wäre meine Verheißung in der kommenden Welt, sagen die Juden. The world to come. Ja, die Juden haben eigentlich gar kein rechtes Verständnis von Auferstehung oder von Himmel. Es sind sehr diesseitsbezogen. Ja, die warten auf ein Millennium, auf eine diesseitige Welt, wenn der Messias kommt und König ist über die Welt. Das ist das, was die Juden erwarten. Die werden versammelt zu den Vätern, deswegen dürfen jüdische Friedhöfe auch nicht aufgelöst werden, denn da gibt es dann eine Auferstehung, die ist aber im Judentum auch, in Daniel steht mal davon, vielleicht mal in Jesaja, Hiob, aber dann hat sie es auch schon. Im Alten Testament ist mit Auferstehung, Himmelfahrt, sind nur Andeutungen gemacht, während das im Neuen Testament, gerade durch den Paulus natürlich auch ganz, ganz breit ausgebreitet wird. Aber die Juden, wenn man die fragt, haben die keine himmlische Hoffnung, sondern die haben die Hoffnung, ins Millennium zu kommen, ja? Die kommende Welt da aufzuerstehen. Ja? Genau, ja, super. Ja, ich wollte schon sagen, die haben auch eine sehr irdische Vorstellung, die Zeugen Jehovas haben das auch. Die erwarten eigentlich etwas ganz Ähnliches wie die Juden auch. Warum? Weil ihnen Gottes Geist fehlt. Weil sie Christus nicht so ergriffen haben, wie die Bibel uns das sagt. Sonst hätten sie eine himmlische Hoffnung und wüssten, dass der Himmel die Verheißung ist, die war. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von dannen, die wir auch warten, unser Herr Jesus Christus. Ich hatte Besuch von Zeugen Jehovas, wir haben uns lange unterhalten. Und irgendwann sagte einer zu mir, was soll ich im Himmel? Das war schon heftig. Ja? Die haben eine ganz irdische, erdenbezogenen Glauben und glauben auch nicht an die Gottheit Jesu, glauben nicht an die Dreieinigkeit. Ja? Damit dürften die dann, wenn die Juden einen dritten Tempel bauen sollten, was ich nicht weiß, kann sein, die bauen einen, kann sein, die bauen keinen, weiß nicht, ich glaube, die Bibel spricht da nicht von, haben wir schon öfters auch von gesprochen, aber wenn die Juden einen dritten Tempel bauen würden, dann dürften die Zeugen Jehovas da rein. Ihr dürft da nicht rein. Und die evangelikalen Christen in Amerika, die dort Geld spenden für den Tempel, dürfen da auch nicht rein. Warum? Weil die Idolatry machen, Götzendienst, weil die einen Menschen zu Gott machen, nämlich den Mensch Jesus. Die dürften also in den Tempel, den sie in Jerusalem bezahlen, dürften die gar nicht rein. Muslime dürfen da rein, Zeugen Jehovas dürfen da rein. Und ich habe ein Video gesehen auch von einem Rabbi Hillel Weiss. Hillel Weiss ist der Vorsitzende vom Tempelinstitut in Jerusalem. Und der hat gesagt, dass alle Völker dort anbeten sollen. Die Juden und die Muslime und die Buddhisten und die Hinduisten und welche Entity, welche Körperschaft sie auch immer als Gott verehren, alle dürfen in diesem neuen dritten Tempel, den die Juden bauen wollen, anbeten. Und die Juden, insbesondere dieses Tempelinstitut, baut Kontakt auf zu Muslimen, um sie anzufragen, ihnen eine Hand zu reichen und zu sagen, wollt ihr teilhaben am Bau des dritten Tempels? Wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten. Alle dürfen dort anbeten, nur nicht die Christen, die glauben, dass Jesus Gott ist. Die dürfen das nicht. Also es ist interessant, sich mit dem Judentum ein bisschen zu beschäftigen, auch die Unterschiede einfach zu sehen. Die Bewegungen sind da schon interessant. Und mir hat jemand gesagt, seit 70 Jahren, vielleicht sogar schon länger, wird gespendet aus aller Welt für den dritten Tempel. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Geld da zusammengekommen ist? Ihr habt mir gesagt, die könnten den Tempel 7-mal bauen. Ob so ist, keine Ahnung. Ich kenne ja die Kasse nicht, ja. Aber wenn seit 70 Jahren aus der ganzen Welt für den dritten Tempel gespendet wird, in China verkaufen Menschen ihre Häuser und spenden das Geld für den dritten Tempel. In China ist eine große Erweckung, aber auch viele Gemeinden, die auch so einen Zeugen Jehovas Glauben eigentlich haben. Und der ist sehr ähnlich dem Judentum. Die Juden haben mit den Muslimen viel weniger Probleme als mit den Christen. Die Juden stehen dem Islam viel näher als dem Christentum. Glaubt man kaum.
Die Christen stehen dem Judentum näher als dem Islam, so ist unsere Perspektive. Aber wir müssen lernen, uns auch mal in andere Gedanken und andere Denkgebäude hineinzudenken, um die Welt zu verstehen. Wir Deutschen denken immer nur, wir wären die Welt und alle Welt ist gut. Ja? Die Juden haben dem Islam gegenüber nicht das Problem, weil der Islam auch die 7 noachidischen Gebote ohne Probleme einhalten könnte. Ja? Weil die keinen Götzendienst betreiben, weil die nur Allah haben, nur einen Gott. Aber die Christen können das nicht, weil wir müssten dann der Gottheit Jesu absagen. Also man merkt schon, wo das hingeht. Und das ist stark, das ist eine starke Bewegung. Viel stärker, als wir uns das vorstellen können. Viel stärker, als wir uns das vorstellen können. Viel stärker, als ihr hört. Nur kleine Anmerkung, wir haben das einmal kurz gemacht. 2018 in Wien, an End of Antisemitism. So ein dickes Konvolut hat man da zusammengestellt. Papst hat es mit unterschrieben, alle großen christlichen Kirchen haben das mit unterschrieben. Die soll auch für die Muslime gelten, die machen das nur nicht. Da steht drin, dass alle christlichen Kirchen ihr Schulungsmaterial, ihre Gottesdienstordnungen und ihre christliche Literatur auf antisemitische Passagen untersuchen sollen und diese antisemitischen Passagen gegen philosemitische Passagen austauschen sollen. Und erste Anfragen gibt es auch schon von Chabad Lubavitch, von dieser jüdischen, sehr, 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 sehr einflussreichen Richtung, dass das Neue Testament abgeändert werden soll oder zumindest im Neuen Testament Anmerkungen gemacht werden, da wo Jesus zum Beispiel sagt, euer Vater ist der Teufel, oder wenn in der Offenbarung von der Synagoge Satans geschrieben steht. Da gibt es erste Anfragen, die weiß nicht, ob man die schon so ernst nehmen soll, aber dass im Neuen Testament zumindest Randnotizen dahin gehören, um das zu erklären. Am liebsten hätten sie das gestrichen aus dem Neuen Testament. Es geht an die Bibel, an eure Bibel, das ist eine starke Bewegung. Der Papst hat das mit unterschrieben. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr es im Internet angucken. An End of Antisemitism. Okay, das habe ich mal so mitgenommen, weil das wichtig ist im Judentum. Ja? Das Judentum hat die Beschneidung und die Gemeinde hat eigentlich das Abtun des alten Menschen, wenn man so will. Ja? Israel ist ein priesterliches Königtum. Und die Gemeinde ist, wisst ihr das? Das ist ein bisschen knifflig. Bitte? Ein königliches Priestertum. Merkt ihr den Unterschied? Ja, super. Ja. Das steht in 2. Mose 16, Vers 9. Israel ist ein priesterliches Königtum. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Königtum. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Priestertum. Jesus ist nach der Auferstehung ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Ja? Jesus ist schon Priester, unser hoher Priester. Er ist hoher Priester. Er ist noch nicht König. Er wird König im Millennium, im tausendjährigen Reich. König für sein israelisches Königtum. Sohn Davids. Haben wir auch immer wieder mal von gesprochen. Ja? Und dann wird Sacharja in Erfüllung gehen, dass Priester und König im Frieden auf dem Thron sitzen werden. Melchisedek, ein Königpriester. Christus, ein Königpriester. Und der Schwerpunkt Israels ist die Königreichslinie. Die Reichslinie. Der Schwerpunkt der Gemeinde ist die priesterliche Linie. Die Gemeinde herrscht nicht, die Gemeinde leidet um des Priesters willen und um des Priestertums willen. Israel wird eines Tages herrschen. Ja? Also das ist eigentlich die Königreich, der Sohn Davids. Jesus kommt als Sohn Davids. Freue dich, Zion, dein Priester kommt. Nein, freue dich, Zion, dein König kommt. Jesus kam als König, um das Königreich in Israel aufzubauen. Als sie ihn verwerfen, geht er nach Golgatha und stirbt. Und er steht wieder auf und ist Priester für alle die, die ihn annehmen im Glauben. Und schenkt die Wiedergeburt. Und wir sind dann auch Priester. Ja? Er ist der Hohepriester und wir sind so kleine Priester. Wir opfern auch. Wir haben auch einen Tempel. Wir haben einen Priester, wir haben einen Tempel, wir haben Reinigung für die Sünden. Alles das, was Israel nicht hat, weil sie Jesus ablehnen. Darf man gar nicht mehr sagen heute. Man muss immer mutiger sein, um das Evangelium zu predigen. Es wird immer enger. Ja? Also Israel hat diese Königreichslinie, die Gemeinde hat diese priesterliche Linie. Israel hatte das Gesetz vom Sinai, das habe ich heute Nachmittag noch schnell zugefügt, weil mir das wichtig war. Ja? Und wir haben das Gesetz des Geistes oder das Gesetz Christi. Das ist was anderes. Ja?
Das ist was, das ist ein toter Buchstabe und das ist das Gesetz des Geistes, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Auf dass wir Gott Frucht bringen. Warum? Weil wir lebendig sind. Frucht bringen kann nur, kein Stein kann Frucht bringen. Frucht bringen kann nur etwas, was lebendig ist. Ein Baum, ein Strauch, Tiere, Menschen sind lebendig, die bringen Frucht. Ja? Ich war im Garten jetzt, wo es im Sommer so schön war, da haben wir so einen Himbeerstrauch. Und ich mag die Himbeeren, weil da kann man vorbeigehen, das ist wie Bonbons essen. Ja, dann gehe ich da vorbei und hole mir immer so ein paar Himbeeren. Und ich sage zu meiner Frau, Anja, der Himbeerstrauch hat schöne Himbeeren. Und sie ruft zurück, ja, ja, ich weiß. Sag ich, weißt du, warum der Himbeerstrauch Himbeeren hat? Da guckt sie auf und sagt, nee. Was sag ich, weil das ein Himbeerstrauch ist. Der Himbeerstrauch bringt halt Frucht. Ja? Und wenn jemand von Neuem geboren ist, dann bringt er Frucht. Dann hat er ein Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes hat nur zwei Gebote, Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Weil die Liebe ist des ganzen Gesetzes Erfüllung. Ja? Ich muss das noch schnell loswerden. Gott hat sein Wesen und seinen Willen ins Gesetz vom Sinai hineingegossen. Das ist Gottes Wille, was Gott will vom Menschen. Das kultische Gesetz, das soziale Gesetz und das ethisch-moralische Gesetz. Das sind die drei Teile. Das kultische Gesetz über Tempel, Priesterschaft, Reinigung, Speisegebote, Heiligung, alle diese Dinge. Das soziale Gesetz, wie die Menschen miteinander umgehen sollen. Wenn einer den anderen schlägt und er wird verletzt, dann soll er eben den Arzt bezahlen und den Verdienstausfall bezahlen, alles wieder gut machen. Davon redet das Gesetz. Und das ethisch-moralische Gesetz, lass dich nicht gelüsten. Ja? Red kein Falschzeugnis. Das ist das Gesetz. Und Gott hat seinen Willen ins Gesetz gegossen, in den Buchstaben. Gottes Wille und Wesen ist aber im Kern Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe, lässt dich erlösen. Ja? Was anderes sollte denn dann auch die Liebe sein als die des Gesetzes Erfüllung? Denn wenn ich jemanden lieb habe und habe den verletzt, dann sorge ich natürlich dafür, dass es ihm wieder gut geht. Wenn ich jemanden lieb habe, werde ich nicht sein Hab und Gut beneiden. Wenn ich Gott lieb habe, werde ich seinen Namen nicht schänden. Wenn ich jemanden lieb habe, werde ich nicht falsch Zeugnis wider ihn reden. Wenn ich jemanden lieb habe, werde ich nicht die Frau ausspannen. Ja? Die Liebe ist das Gesetz der Erfüllung. Alle Gebote sind zusammengefasst in dem einen Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum? Weil Gott Liebe ist und weil Gottes Willen im Gesetz vom Sinai hineingegossen war. Und Paulus sagt, dieses Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig gebraucht wird. Wie braucht Paulus das Gesetz denn? Er braucht das Gesetz, um die Menschen zu Jesus zu treiben. Indem er sagt, du sollst dich lügen, du sollst dich stehlen, du sollst kein Falschzeugnis, lass dich nicht gelüsten. Und dieses Gesetz wirkt nicht nur äußerlich, sondern tief ins Herz hinein und zeigt uns, dass wir Sünder sind und dass wir Verlorene sind und dass dieses Gesetz keine Gnade kennt. Und aus dieser Not raus schreien wir zu Gott um Hilfe und er gibt uns seinen Sohn. So benutzt Paulus das Gesetz. Ja? Die Juden benutzen das Gesetz und sagen, tu das alles ganz haarklein, jede kleine Mücke musst du sein. Ja? Und wenn du es alles einhältst, dann bist du recht vor Gott und kannst sagen, hier, ich habe dein Gesetz gehalten, jetzt darf ich auch in den Himmel. Zwei Arten mit dem Gesetz umzugehen. Die Juden nehmen das Gesetz und sagen, das ist für dich die Sprungfeder in den Himmel, wenn du es nur recht einhältst. Und Paulus sagt, das Gesetz zeigt uns, dass wir das Gesetz nicht halten können, dass Gott heilig ist, dass wir nicht an unserer Schwachheit scheitern, sondern an Gottes Liebe. Und dass wir Erlösung brauchen. Und dass Jesus für uns gekommen ist. So benutzt Paulus das Gesetz. Ja? Er sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und es ist gut, wenn man es recht und gesetzmäßig anwendet und weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Sondern den Vatermördern und Muttermördern und Kinderschändern und all dem, was wir heute im Fernsehen sehen, denen ist ein Gesetz gegeben. Ja, und Paulus treibt die Menschen mit dem Gesetz zu Christus, zum Kreuz von Golgatha. So benutzt er das Gesetz. Die Juden selber können dieses Gesetz nicht mehr erfüllen, weil sie keinen Tempel haben, kein Opfer, keinen Hohenpriester, keine rote Kuh, keine Reinigung, keine Heiligung. Kein Jerusalem, kein Land. Das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Ich kenne einige Geschäftsfreunde von mir, sind Juden. Ist immer sehr interessant, mit denen zu sprechen. Israel, irdische Berufung, Gemeinde, himmlische Berufung. Ist die Gemeinde das neue Israel? Nein. Nein, ist es nicht.
sondern dieses Israel sollte eigentlich diese himmlische Berufung ergreifen in Christus. Und dieses Israel hat auch nochmal eine irdische Berufung im tausendjährigen Reich. Aber die Gemeinde hat nicht die Landverheißung Israels geerbt. Hat's nicht. Brauchen wir gar nicht. Warum? Weil wir den Himmel haben und mit dem Himmel haben wir die ganze Welt. Ja? Israel hat ein irdisches Jerusalem, die Gemeinde hat ein himmlisches Jerusalem. Es ist etwas viel Besseres gekommen für uns als das. Ja? Jetzt habe ich aber so ein Schaubild mitgebracht, das kennt ihr auch schon. Ja, da sieht man hier das Kommen Jesu Christi vom Himmel herab, das Leben Jesu Christi, Golgatha, er stirbt, fährt hinab ins Totenreich, er steht wieder auf, ist 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen, Himmelfahrt. 10 Tage später, zu Pfingsten, kommt der Heilige Geist, die Gemeinde entsteht. Das ist die Gemeinde, ein Einschub. Und die Israelslinie, diese grüne Linie Israels, die reißt ab. Warum? Weil 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde und das Volk Gottes des alten Bundes in die ganze Welt zerstreut wurde. Dann kommt die Zeit der Gemeinde. Ja, mit all ihren Ausprägungen und Vorstellungen, die man theologisch hatte. Und wir sind hier. Israel ist wieder im Land. Irgendwann kommt Jesus wieder bis in die Wolken. Dann kommt die Entrückung. Haben wir eben kurz drüber gesprochen. Ich sehe die Entrückung etwas später. Aber so ist das Schaubild und es hilft uns ein bisschen, das zu verstehen. Muss man auch nicht streiten drüber. Paulus hat gesagt, tröstet euch mit den Worten. Nicht streitet über den Zeitpunkt der Entrückung. Ja, viele streiten da ja drüber. Kann ich auch verstehen, dass das hart umkämpft ist. Kann ich gut verstehen. Aber Paulus schreibt es in Thessalonichern als Trost, nicht als Streitthema. Ja? Das ist wichtig. Golgatha, das ist unser Kern. Da geht es drum. Das sind Themen da. Das werden wir sehen. Ja? Gut, Christus kommt wieder in den Wolken. Die Gemeinde wird auferstehen. Die leben, werden entrückt in Wolken und werden bei ihm sein alle Zeit. Wo? Im Himmel. Nicht in Jerusalem. Im Himmel. Himmlische Berufung. Ja? Dann kommt die Israelslinie wieder und die geht dann weiter und hier kommt ein schwarzer Mann. Dann wird Gott einen Mann schicken, der nicht in seinem Willen kam, sondern in seinem eigenen Willen und Namen und den werden sie annehmen. Der Antichrist. Ja? Hier sieht man auch ein bisschen weiter vorher schon die Israelslinie. Hier sieht man die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft. Etwas früher, hier im Jahr 733, ich glaube, ich sage das richtig, Wegführung Israels nach Assyrien. Juda bleibt dann noch eine Zeit lang im Land, 586 Tempelzerstörung, Wegführung Judas, 70 Jahre babylonische Gefangenschaft, Rückführung ins Land, Landverheißung, ja, Rückführung ins Land und dann die Zeit, bis Jesus kommt und lebt. Ja, und hier die Zerstreuung. Das ist noch weiter vorne. Hier ist die assyrische Gefangenschaft, babylonische Gefangenschaft. Wenn man noch weiter vorgeht, Sinai, Gesetzgebung und hier Wegführung nach Ägypten und Auszug aus Ägypten. Und hier vorne der Anfang Israels mit Abraham. Und wir befinden uns in so einer Art Einschub. Die Zeit der Gemeinde als eine Art Einschub. Römer 11, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ja, wir sind eigentlich am Ende dieser Gemeindezeit. Das waren 4000 Jahre, 2000 Jahre Gemeindezeit, 1000 Jahre Millennium. Ja, wir werden mit Christus herrschen, 1000 Jahre. Das ist so diese letzte Zeit, das ist das tausendjährige Reich. Und vor dem tausendjährigen Reich kommt nochmal diese 7 Jahre, die große Trübsal, die letzte 70. Jahrwoche, die Daniel angekündigt hat, wo der Antichrist auftritt, ja, und hier in der Mitte der siebenjährigen Frist, die dann noch kommt, das Opfer abtun wird in Jerusalem und sich selber dort einsetzt als ein Gott und sich verehren lässt als Gott. Und am Ende dieser Trübsalzeit kommt Christus wieder, dann auf den Ölberg. Der Ölberg spaltet sich, ja, sehr weit, setzt seinen Fuß auf den Ölberg und kommt als König wieder. Priester ist er schon, König wird er dann sein. Und der zerstört den Antichrist und alle Reiche, wie beim Standbild, das ganze Standbild wird zerstört. Christus richtet sein Reich auf. Das ist Christi Königreich, ja, das tausendjährige Reich, das, was die Kirche des Mittelalters für sich in Anspruch genommen hat. Und dann herrscht Christus 1000 Jahre. Am Ende der Zeit gibt es nochmal einen Abfall,
Ja, Gog und Magog kommen und dann kommt irgendwann dieser Übergang von Zeit in die Ewigkeit, der große weiße Thron, wo alle Menschen auferstehen und dann zum großen Endgericht vor Jesus Christus sein werden und sich verantworten für das, was sie getan haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Ja. Während die Gemeinde Jesu, die wird hier schon auferstehen, das ist die erste Auferstehung, selig ist der, der an der ersten Auferstehung teilhat, die wird entrückt und bei Christus sein. Und während dieser 1000-Jahreszeit werden Menschen nicht auferstehen, erst ganz am Ende werden alle auferstehen und vor dem großen weißen Thron Gottes erscheinen. Und dann wird die Welt durchgerichtet und dann ist der Übergang von Zeit in Ewigkeit. Dann ist der Übergang dahin, wo es vor Grundlegung der Welt schon war. Das ist ein großes Bild, was Gott zeichnet. Ja, und Gott hat, dann wird das wieder sein, dann hat Christus geherrscht und alle Feinde zum Schemel der Füße Gottes gelegt. Und am Ende der Zeit wird Christus dieses Reich Gott dem Vater überantworten, auf das Gott sei alles in allen. Gott erfüllt alles in allen. Ein großes Programm. Wenn man dann zurückdenkt vor Grundlegung der Welt, hat Gott sich alles nehmen lassen. Alles nehmen lassen vom Teufel, vom Antichrist, von den Menschen. Hat in großer Geduld gewartet auf seine Leute, hat seinen Sohn gesendet irgendwann, der gestorben ist für die Sünden der Welt. Ja? Und die, die vorbestimmt sind, haben geglaubt an ihn. Und zum Schluss wird Christus wieder alles gut machen. Wie durch Adam alles verloren ging, so wird durch Christus alles wieder gut werden. Ja. Im tausendjährigen Reich, da herrscht die Gemeinde mit Christus als königliche Priester. Aber ich muss dir sagen, das ist ein großes Geheimnis für mich. Ich weiß nicht, weil wir sind ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das heißt, wir werden ja entrückt in die Wolken und wir kommen mit Christus wieder irgendwie auf den Ölberg und werden dann, hier wird auch wieder ein Tempel gebaut werden. Also hier wird meiner Meinung nach im tausendjährigen Reich der Hesekiel-Tempel dann auch stehen. Der ist jetzt viel zu groß, der passt nach Jerusalem überhaupt nicht rein. Der passt mit Mühe und Not nach Israel rein. Der ist sehr, sehr groß. Aber dann wird ein Tempel wieder kommen. Ja? Der Tempel aus Hesekiel, meiner Meinung nach der vierte Tempel. Der dritte sind wir. Die Juden wollen einen dritten bauen, aber den dritten Tempel, den gibt es schon seit 2000 Jahren. Das ist ein Tempel im Geist und in der Wahrheit. Das ist die Gemeinde Jesu. Aber da wird wieder ein Tempel sein. Da wird dann auch Gottesdienst sein. Da wird dieser Königpriester auch seinen Gottesdienst feiern mit Israel in Jerusalem. Aber ob wir dann, und das ist meine Frage, ob wir dann vom Himmel herabkommen und dort Priesterdienst tun und abends, ich sage etwas despektierlich, wenn Feierabend ist, stempeln wir aus und fahren wieder auf in den Himmel. Das sind Geheimnisse, ich weiß nicht. Morgens um 8 Uhr Dienstantritt, ja, Nachtdienst im Tempel gibt es wahrscheinlich auch, muss man dann ja auch die Lichter und die Leuchter anzünden und all diese Dinge. Ist für mich ein großes, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Oder ob wir vom Himmel herab dann regieren mit Christus. Aber Christus kommt ja wieder auf den Ölberg leiblich. Er ist ja leiblich auferstanden. Ist ja nicht nur spirituell auferstanden, ist leiblich auferstanden. Und der Engel sagt, so wie er ihn gesehen hat, auffahren, so wird er wiederkommen. Leiblich, Christus wird leiblich wiederkommen auf den Ölberg. Das ist ein großes Geheimnis. Stehe ich staunend vor und ich glaube das, aber erklären, verstehen, ich kann es nur so wiedergeben, wie es die Bibel sagt. Ich empfinde das ein großes Geheimnis. Aber die Gemeinde ist dann Königpriesterschaft, ein königliches Priestertum. Dann seid ihr ja auch kleine Melchisedeks, ja? Deswegen gehören auch Christen zu Christus. Ja? Wir sind auch kleine Königpriester mit dem großen Königpriester Christus. Das ist ein neues Priestertum. Wenn es einen neuen Priester gibt, gibt es auch ein neues Gesetz, sagt der Hebräerbrief. Da gibt es einen neuen Tempel. Da gibt es ein neues Volk Gottes. Aha. Ja, und das alte Volk Gottes? Das alte Volk Gottes im Alten Testament war Israel. Und dieses alte Volk Gottes wird wieder Gottes Volk werden. Aber es wird durch große Trübsal gehen. Und nur ein Teil von ihnen wird ins tausendjährige Reich kommen. Gott sammelt sein Volk, jetzt sage ich was Hartes, Gott sammelt sein Volk zum Gericht. Das predigt aber kaum jemand. Und das wird man auch kaum noch sagen dürfen. Warum? Jesus spricht in den Endzeitreden davon und er sagt, das sind die Tage der Rache, dass alles erfüllt würde, was geschrieben steht.
Das sind die Tage der Rache. Welcher Rache? Der Rache Gottes an seinem ungläubigen Israel. Das sagt aber heute kaum jemand, weil das so antisemitisch klingt. Aber das Evangelium ist nicht antisemitisch, das Evangelium ist philosemitisch, weil wir ihnen von der Wahrheit reden, von ihrem Heiland. Das ist ja ihr Heiland, der ist auch unser Heiland geworden. Ja? Aber wenn man zu den Juden über die Wahrheit spricht in Jesus Christus, dann muss man das Volk schon lieb haben. Auch der Paulus hat es gemacht und hat viele Schläge für gekriegt. Ja? Aber es ist schwierig, ja? Die Verstockung ist? Ist auch schon Zorn Gottes. Ja. Ja. Es ist immer schwierig, über andere zu sprechen, weil da immer drei Finger auf einen zurückzeigen. Und für uns Deutsche ist es doppelt schwierig wegen der Geschichte, die wir haben. Ja? Aber das ist biblische Wahrheit. Und die Verstockung ist ein Gericht Gottes. Ja. Jesus sagt das auch, als er vom Ölberg runterzieht nach Jerusalem, um dort triumphal nach Jerusalem einzureiten. Da sagt er auch, da weint er über die Stadt, ja, und sagte, wenn du doch erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen und man wird eine Wagenburg um euch herum aufschlagen und Jerusalem und deine Kinder werden geschleift und es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Lukas 19. Und dann kommt Lukas 21, die Endzeitreden Jesu. Also dieses Volk hat noch etwas vor sich, was man niemandem wünschen würde, aber wovon die Bibel spricht. Und in diesem Gericht wird dieses Volk geläutert. Israel ist aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen, weil sie umgekehrt sind, die haben Buße getan. Aber Israel ist gegründet worden, ohne dass dieses Volk umgekehrt wäre zu Gott. Was hätte das denn beinhaltet? Die hätten an Jesus glauben müssen. Das haben die bis jetzt nicht getan. Und da wartet etwas. Da brodelt etwas. Du hast eben auch gefragt, ne, ob die Juden vielleicht auch schon warten auf Erlösung. Ich glaube das schon. Ich glaube, dass die da schon warten drauf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele der jüdischen Führer und der Rabbiner schon ins Nachdenken kommen, ob dieser Jesus vielleicht doch der Messias war. Aber die können das kaum öffentlich zugeben, weil die damit komplett geliefert wären. Da gab es einen recht bekannten Rabbiner, der hat alle Schulbücher geschrieben in Israel. Sehr, sehr bekannt. Mir liegt der Name auf der Zunge, vielleicht fällt er mir noch ein. Sehr alt geworden, also weit über 90, an die 100 Jahre alt. Der hat gesagt, ich weiß, wer der Messias ist. Und die Leute bei ihm in der Schule, also in der Yeshiva, in seiner jüdischen Schule, die haben gesagt, wer ist denn der Messias? Ja, ich schreibe das auf einen Zettel und ihr tut den Zettel in den Tresor und dann schließt er ihn ab. Und ein Jahr, nachdem ich gestorben bin, könnt ihr den Tresor öffnen und dann könnt ihr das lesen. Und die haben das natürlich dann auch gemacht, haben das eingeschlossen, auch irgendwann ist er dann auch verstorben. Dann haben die also mit Spannung, ganz Israel hat gewartet drauf, weil er sehr, sehr bekannt war. Da sind also Zehntausende auf der Beerdigung gewesen. Gibt es Clips in YouTube, könnt ihr euch anschauen, ganz interessant. Und dann sind die Yeshiva-Schüler dann nach einem Jahr an den Tresor gegangen, haben den aufgemacht, haben den Zettel rausgeholt, haben da drauf geguckt und haben den vorgelesen im Fernsehen in Israel. Und da steht so, ich weiß nicht mehr genau den Text, so nach dem Motto, Gott sorgt für Israel und bewahrt Israel und segnet Israel. Und dann haben wir gesagt, ja, der wollte uns doch eigentlich sagen, wer der Messias ist. Aber das ist ja eigentlich, kann man so kaum verstehen. Und jetzt ist so, dass dieser Satz wohl ein Zitat ist aus der Bibel und im Jüdischen sind das nur 5 Wörter. Also im Deutschen braucht man da so einen ganzen Absatz, bis man das gesagt hat, aber im Jüdischen sind es nur 5 Wörter. Und einer seiner Yeshiva-Schüler hat gesagt, der hat doch immer so mit Gematria, mit Zahlenlehre rumgemacht und dann hat er die Anfangsbuchstaben gelesen, da stand Jesus. Und das war ein Schock für Israel. Mir fällt der Name nicht ein, liegt mir auf der Zunge. Wenn er mir einfällt, sage ich ihn euch. Die waren geschockt, weil es im Fernsehen vorgelesen wurde. Der sagt, der Messias ist Jesus. Also solche Dinge passieren dort. Und ich selber habe von jemandem gehört in Jerusalem, der Elektriker ist. Und der hat in einer Synagoge in Jerusalem
die Lampen ausgetauscht und hängt da oben unter der Decke und leuchtet in so einem Kronleuchter, tauscht er die Lampen aus und hört, wie unter ihm so ein paar Rabbiner zusammensitzen und sich über Jesus unterhalten, ob er der Messias war. Und er ruft von oben runter, er ist ein messianischer Jude, ja, Jesus war der Messias, ja, das ist richtig, ja. Also sie haben wirklich von oben Botschaft bekommen, dass es Jesus ist, ja. Licht von oben. Also die Dinge tun sich in Israel und ich glaube, dass die, so wie Jesus sagt, das Feld ist reif zur Ernte, ja, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schicke, ja. Damals, als das Evangelium nach Samaria ging, so wie Samaria reif war, Jesus und die Botschaft vom Kreuz zu empfangen, so glaube ich, ist das in Israel auch. Wir dürfen nicht vergessen, wir hören von Israel nur das, was die Medien uns weitergeben, ja. Was vor Ort ist, ist nochmal was anderes. Bitte? Schneerson, ne? Der Schneerson ist der Chef von den Shabbat Lubavitchern. Ja, Schneerson, genau. Jabi Yitzhak. Ich google gleich, ja. Den Namen finden, weil es sehr, sehr bekannter, und die waren wirklich ganz geschockt in Israel. Ja, es ist überall durch die Presse dort gegangen. Was sagt Paulus genau? Paulus spricht ja auch vom Israel Gottes. Und jetzt sagen, ja, ja, gut, sagen viele, dann Israel baut sich seinen Tempel und dann wird Gott diesen Tempel auch akzeptieren. Dann frage ich immer zurück und sage, ja gut, aber dieser Tempel wird ja nach levitisch-aaronitischem Priestertum blutige Opfer bringen. Gefällt das Gott? Gefällt das Jesus? Nein. Ist das dann ein Tempel Gottes? Nein. Hat Gott für die Juden einen anderen Heilsweg als für uns? Nein. Jetzt nicht, im tausendjährigen Reich schon, aber jetzt nicht. Jetzt gibt es nur einen einzigen Weg, ist ganz einfach. Es gibt gar keine Aus, es gibt nur Jesus Christus. Das ist, dieser Name ist uns gegeben zum Heil. Und auch den Juden, zuerst den Juden und dann auch den Griechen. Jetzt sagt Paulus, wie viele nach dieser Regel einhergehen, über die sei Friede und Barmherzigkeit und auch über das Israel Gottes. Ich glaube, dass Paulus hiermit den Teil Israels meint, der seinen Sohn Jesus anerkannt hat. Ja? Dass Paulus hiermit nicht ganz Israel meint, den ganzen Staat Israel. Und ich zeige euch auch, warum ich das glaube. Der Vers, den wir gelesen haben, der steht nämlich hier in einem Zusammenhang. Da unten, da ist er, ja? Und um da hinzukommen, lesen wir kurz mal die Verse. Seht, mit wie vielen Worten habe ich euch geschrieben, mit eigener Hand. Die sich wollen angenehm machen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung. Nur damit sie nicht mit dem Kreuz Christi verfolgt werden. Die Beschneidung war ganz wichtig. Das war die Eintrittskarte für alle, auch für die Goyim, für die Heiden, um Proselyt zu werden. Beschneidung, also das, ohne Beschneidung geht gar nichts. Ja? Paulus hat sogar den Timotheus beschneiden lassen. Aber er schreibt den Galatern, die euch zur Beschneidung zwingen, die machen das nur damit sie nicht mit dem Kreuz Christi verfolgt werden von den Juden. Weil unter den Juden gab es auch Menschen, die an Jesus geglaubt haben, aber die haben gesagt, gut, die Heiden auch, aber beschneiden müssen sie sich lassen. Paulus sagt, nein, braucht ihr nicht. Denn auch sie selbst, ich sage es mal, die Juden, Christen, ja, die sie zur Beschneidung zwingen, denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht. Können sie auch gar nicht, weil dann muss man das Gesetz ja ganz halten. Ja? Sie halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasset, auf dass sie sich von eurem Fleisch rühmen mögen. Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, außer allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Er sagt, bei mir geht es nicht mehr um die Beschneidung. Ich bin der ganzen Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. In Christus, das ist mein Ruhm, nicht die Beschneidung. Ich predige die Beschneidung nicht, sondern den Glauben an Jesus. Und die Wiedergeburt, die neue Geburt, das ist mein Evangelium. Ja? Und ich rühme mich nicht mit eurem Fleisch vor anderen Menschen, um nicht mit dem Kreuz Christi verfolgt zu werden. Ich zwinge euch nicht zur Beschneidung. Ich predige Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und nicht der Welt. Das Kreuz, das ist meine Botschaft, nicht die Beschneidung. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Man muss etwas sein. Ja? Das, die neue Schöpfung, die Wiedergeburt, das gilt in Christus. Nicht, ob man beschnitten oder unbeschnitten ist, das gilt nicht mehr. Das war Ketzerei. Das war strafbar.
Ja, das würde kein Jude unterschreiben. In Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. Das spielt gar keine Rolle mehr, sondern nur bist du in Christus oder bist du nicht in Christus. Ob du Jude bist oder Heide oder Grieche oder Sküte oder ja, Sklave oder frei, spielt gar keine Rolle mehr. Es sind alle Menschen gleich. Die Frage ist nur, bist du in Christus oder bist du nicht in Christus? Ich war in Stuttgart in einer judenchristlichen Gemeinde und nach dem Gottesdienst sagt einer der Besucher dort, schlägt sich so in die Armbeuge und sagt, in meinen Adern fließt jüdisches Blut. Sag ich, in meinen Adern fließt germanisches Blut. Sag ich, da kann ich auch mit, ja? Sag ich, aber weißt du, es spielt keine Rolle, welches Blut in deinen Adern fließt oder in meinen. Es ist nur die Frage, bist du in Christus, ja oder nein? Da hat er mir dann recht gegeben. Das ist so. Das ist egal, welches Blut in unseren Adern fließt. Im tausendjährigen Reich wird das anders sein. Ja? Aber jetzt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, gilt nur die neue Kreatur in Christus und nicht, ob du beschnitten bist oder unbeschnitten. Und wie viele nach dieser Regel einhergehen, über die sei Friede und Barmherzigkeit, ob sie beschnitten oder unbeschnitten sind. Und auch über das Israel Gottes, nämlich das Israel Gottes, das das glaubt. Jesus Christus ist der Herr. Ja? Das hat also einen Zusammenhang. Das ist nicht einfach nur so, darf man nicht aus dem Zusammenhang reißen. Paulus beschreibt hier oben und sagt, die Beschneidung gilt nicht mehr. Es gilt nur noch Christus und es gilt eine neue Kreatur. Und wie viel nach dieser Regel einhergehen, wie die, die das glauben, über die sei Friede und Barmherzigkeit und über den Teil Israels, der an Jesus Christus glaubt. Also nichts Ersatztheologie. Und das ist Römer 11, 25. 2 Minuten habe ich noch. Wir haben ja auch später angefangen, dann hören wir aber auch auf. Römer 11, 25. Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und also das ganze Israel gerettet werde. Jetzt leiten auch hieraus viele ab, dass Israel in der letzten Zeit an Jesus glauben würde, und zwar ganz Israel. Ich glaube nicht, dass Paulus das gemeint hat. Dazu müsste man ein bisschen mehr Zeit haben. Dazu müssten wir uns ein paar andere Bibelstellen angucken und wieder zu dieser Stelle auch zurückkehren. Ich verstehe das so, dass die Fülle, das ist ein ganz grober Aufriss, den der Paulus hier macht. Ja? Das ist praktisch wie am Anfang dieser grüne Balken und der Gemeindebalken und zum Schluss wieder der Israelsbalken. Ja? Er sagt, das Evangelium oder Gott geht zu den Heiden und wenn er von den Heiden zurückkommt, wird ganz Israel gerettet durch Christus vorm Antichristen. Ja? Viele sagen, ja gut, da wird ganz Israel wiedergeboren, aber eine Wiedergeburt Israels gibt es nicht in der Bibel. Die gibt es nicht. Es gibt eine Wiedergeburt Jerusalems. Es gibt eine Wiedergeburt jedes einzelnen Menschen. Aber eine Wiedergeburt des kompletten Staates Israel, den gibt es nicht. Der Begriff, den gibt es, der geistert auch rum, aber das ist eigentlich ein zionistischer Begriff. Ja? Eine Wiedergeburt des Staates Israel wird für 1948 immer wieder genannt. Da sagt man, da ist der Staat Israel wiedergeboren worden, aber diesen Begriff gibt es im Neuen Testament nicht. Es gibt eine persönliche Wiedergeburt und die Verheißung für die Stadt Jerusalem. Ja? So verstehe ich den Vers, aber da jetzt im Detail drauf einzugehen ist, schwierig. Ich möchte euch auch das noch zeigen, dass der Sinn, Zusammenhang, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und also das ganze Israel selig werde oder gerettet werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion. Aus Zion, der erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Bündnis mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Das hat ein bisschen mit Daniel zu tun, Daniel 9, für die 70. Jahrwoche. Oder nach der 70. Jahrwoche, um genauer zu sein. Aber das ist interessant. Es wird kommen aus Zion. Aber woher kam denn Jesus? Aus Bethlehem. Ja? Paulus spricht aber hier von einem Christus, der aus Zion kommt. Warum denn? Weil er in Zion auf den Ölberg gekommen ist. Das ist Christus als König. Hier kommt Christus als König und so ist auch der Zusammenhang im Alten Testament dieser Parallelstelle. Es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Israel wird unterm Antichristen eine schrecklich finstere Zeit erleben,
Zum Teil sind sie selber daran beteiligt und zum Teil leiden sie darunter. Aber dann kommt Christus wieder auf den Ölberg in Zion, in seiner Stadt. Und von seiner Stadt aus wird er erst Israel erlösen und später die ganze Welt. Im Sinne von sein Reich aufrichten. Ja? Dann ist die Gemeinde schon entrückt. Dann ist die Fülle der Heiden eingegangen. Dann ist die Gemeinde schon im Himmel. Dann kommen wir mit Christus nach Zion. Aber das ist ein Geheimnis für mich. Ja? So wäre der Zusammenhang. Das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen, die Verheißung, die Paulus hier zitiert. Im Alten Testament wird das etwas anders zitiert. Da kommt jemand zu denen in Zion, aber es ist im Prinzip derselbe Sinn. Ja? Christus kommt wieder auf den Ölberg in Zion, in Jerusalem. Ja. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Ja, das Evangelium haben die Juden nicht angenommen und sie sind den Christen aus den Heiden feindlich gesinnt, um euretwillen. Ja. Gott hat sich uns zugewendet im Evangelium und von Israel abgewendet, um unseretwillen, um uns selig zu machen. Aber die Wahl Gottes in den Vätern Abraham, Isaak und Jakob und auch David gereut Gott nicht und er wird das auch mit seinem Volk noch zu Ende bringen. Das, was wir jetzt haben als Gemeinde Jesu, ist etwas sehr Besonderes. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das wird oft übersehen. Wir sehen oft so die irdischen Themen, Kirche, Kirchenpolitik, Taufe, Abendmahl und all diese Dinge. Der Glaube an Jesus Christus ist ein großes Geheimnis und ein großer Segen. Und die engste Verbindung haben wir nicht zuerst zur örtlichen Gemeinde, sondern die engste Verbindung haben wir zum auferstandenen Jesus Christus. Jeder Einzelne für sich. Dann gehen wir auch in die Gemeinde und suchen die Gemeinschaft, keine Frage. Aber der Glaube an Jesus Christus ist, wenn man eine neue Schöpfung ist, wenn ein neuer Mensch in uns gezeugt wurde, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Gottes Geist haben, das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Wenn ihr das glauben könnt, Gratulation. Uns lohnt sich immer, die Hände zu falten und zu sagen, Herr, ich will zu dir, lass mich das verstehen, wer bist du? Ich will umkehren, ich will mein Leben neu anfangen. Das ist eine große Chance für uns, solange wie das noch geht. Kann man das jedem nur wünschen und raten. Ja? Ist einfach, beten, Hände falten. Man braucht keine großen Dinge zu wissen im Glauben, ja? Sondern da sind die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten, so ist auch recht. Amen.